Hi! Heute gibt es das Tutorial, wie ich mir meine Braids selber gemacht habe und wie ihr euch das dann ganz einfach, mehr oder weniger, zu Hause danach machen könnt. Und ich sage euch erstmal, was ihr alles dafür braucht. Um euch selber Braids zu machen, braucht ihr als erstes mal Extensions. Ich habe diese hier benutzt. Die sind von der Marke Expression und heißen Ultra Braid. Und die Farbe, da könnt ihr euch, also ich habe die im Afro-Shop gekauft und die Frau, die da arbeitet, hat mich halt beraten, so wegen der Farbe. Ich habe jetzt die Farbe 4 genommen, also wenn ihr auch so eine Haarfarbe habt wie ich, dann müsste diese Farbe eigentlich passen. Die gibt es auch im Internet zu bestellen. Ich kann euch mal den Link in die Infobox machen, falls es bei euch keinen Afro-Shop in der Nähe gibt. Ich habe von diesen Extensions 4 Packungen gehabt und die haben jeweils 3,30 Euro gekostet, also habe ich 12 Euro etwa bezahlt. Aber wenn ich das nochmal machen würde, würde ich sagen, nehmt lieber 5 Packungen, weil es war wirklich sehr knapp. Ich musste am Ende die Einteilung ziemlich groß machen, weil ich halt nicht mehr genug Haare hatte. Und ja, und ich kann euch auch mal zeigen, wie lang die sind. Also so lang sind sie, die gehen mir etwa bis zum Bauchnabel und ich habe ein ganzes Stück abgeschnitten. Also wenn ich es nicht abgeschnitten hätte, wären die bestimmt so bis hier gewesen. Also die sind richtig lang, damit kann man echt alles machen. Also wenn ihr die Braids etwa so haben wollt wie ich, von der Dicke und von der Länge und so, dann braucht ihr 4 oder 5 Packungen von diesen Extensions. Dann habe ich mir außerdem diese kleinen Haarbuddies hier geholt. Diese wirklich ganz, ganz kleinen, die so aus Gummi sind. Die gibt es auch bei DM. Ich weiß nicht, ob sie auch in Schwarz gibt, aber ich habe die da so in Rosa und so gesehen. Aber ich denke mal, gibt es bestimmt auch. So sehen die aus. Und ich habe meine Zöpfe damit zusammengebunden. Also man kann das auch mit einem Knoten verschließen, aber ich wollte es einfach mit den Haargummis machen. Ja, und die Tüte hat glaube ich so 1 Euro gekostet oder 2 Euro. Also die habe ich auch im Afro-Shop geholt. War auch nicht teuer. Dann habe ich hier diesen Haarfärbepinsel benutzt, einfach um mir einen richtigen Scheitel zu machen, weil ich halt wollte, dass es ganz ordentlich aussieht und um die einzelnen Partien abzuteilen. Und dann braucht ihr auch noch eine Schere. Könnt ihr irgendeine nehmen, ich habe es auch nicht mit der gemacht, ich habe einfach eine ganz normale Schere genommen, um die Extensions dann halt zu kürzen. Und dann noch etwas, was ihr auch nicht unbedingt machen müsst, ich habe dann noch Kokosöl benutzt, einfach damit ich mit meinen Haaren, damit ich die besser flechten kann, weil ich habe ja sehr lockige Haare und die verknoten dann total und ja, deswegen habe ich die mit dem Öl voll gemacht und dann ging das ganz einfach. Es braucht wirklich ein bisschen Zeit. Also ich habe 3 Tage gebraucht, um die Braids ganz fertig zu machen. Ich habe wirklich dazwischen lange Pausen gemacht. Ich habe mal einen halben Tag gar nichts gemacht. Also man kann es auch echt schneller schaffen. Aber am Anfang war es so frustrierend. Ich habe das wirklich nicht reinbekommen. Jetzt in dem Video sieht es wahrscheinlich gleich ganz einfach aus. Aber es braucht wirklich ein bisschen Übung. Also verzweifelt da nicht, wenn ihr gerade erst angefangen habt. Ich habe echt bestimmt, keine Ahnung, 4, 5 Strähnen habe ich gebraucht, bis es dann mal richtig geklappt hat. Und ja, also verzweifelt nicht, wenn es nicht direkt klappt. Es ist wirklich ein bisschen knifflig, aber wenn man es einmal raus hat, dann geht es ganz einfach. Ich könnte euch eigentlich auch mal zeigen, wie das so bei mir aussieht, so hinten und so mit den Abteilungen. Moment, vielleicht erstmal vorne. Auf der Seite hier habe ich weniger Strähnen als auf der anderen, weil ich habe die Seite zuerst gemacht und auf der Seite hatte ich dann nicht mehr so viele Haare übrig. Also kauft euch wirklich genug Haare. Und mal von hinten. So sieht es von hinten aus. Ich weiß, es ist jetzt nicht perfekt geworden, aber ich finde, fürs erste Mal hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und ja, das war schon alles, was ich sagen wollte. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Tutorial. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Braids hattet oder ob ihr gerade welche habt oder ob ihr noch nie welche hattet. Und wenn ihr welche habt, habt ihr es selber gemacht oder habt ihr es machen lassen? Das würde mich mal interessieren. Und dann viel Spaß mit dem Tutorial. Tschüss! Ich habe meine Haare als allererstes mit ein bisschen Kokosöl eingerieben. Dadurch waren sie einfach ein bisschen besser so zu flechten, habe ich am Anfang schon gesagt. Und ja, dann teilt ihr eure Haare erstmal in eine kleine Partie ein. Und ja, jetzt seht ihr, wie ich das mache. Und dann nehmt ihr euch etwas von den Extensions. Ich habe immer etwa so viel genommen, beziehungsweise eigentlich habe ich ein bisschen mehr genommen, aber wie gesagt, ich hatte nicht mehr so viel Haare übrig am Ende. Und dann legt ihr die Extensions unter eure eigenen Haare, so wie ihr das jetzt hier seht. Und dann müsst ihr die eine Seite von der Extension einmal so rüberlegen, dass ihr dann sozusagen so eine Schlaufe habt. Ich hoffe, man konnte das jetzt verstehen. Und dann fangt ihr eigentlich einfach direkt an zu flechten. Und ihr könnt es dann noch so ein bisschen festziehen, damit es schön nah an der Kopfhaut sitzt.
Aber ich habe es jetzt an dieser Stelle nicht ganz so fest gemacht, weil das waren so ziemlich dünne Haare und ich wollte mich nicht ausreißen. Und ja, hier seht ihr das Ganze jetzt noch einmal. Also ihr legt die Extension unter eure eigenen Haare. Dann legt ihr eine Seite rüber. Dann habt ihr so eine Art Schlaufe. So, einmal umdrehen. Schlaufe und dann könnt ihr losflechten. Wenn ihr dann am unteren Teil von euren eigenen Haaren angekommen seid, sodass ihr nicht mehr weiter flechten könnt, dann nehmt ihr euch eine Extension und teilt die so in zwei Teile auf. Und den einen Teil, den legt ihr dann einfach zu euren Naturhaaren und dann flechtet ihr so einfach weiter. Ganz unten angekommen, nehmt ihr euch dann ein Haargummi und macht das Ganze zu. Und das, was dann übersteht, was euch zu lang ist, das schneidet ihr dann einfach mit der Schere ab. Und dann habe ich mal das Licht angemacht, damit man ein bisschen was sieht. Und wie ihr seht, ist das Ende halt noch nicht so richtig schön. Es sieht noch so ein bisschen abgefressen aus irgendwie. Und dann habe ich mir einfach eine Schere genommen und es so zugeschnitten, wie ihr das jetzt seht. Also nicht einfach so gerade abschneiden, sondern von der Seite so entlang, dass es dann so ein bisschen spitz zuläuft. So ein bisschen wie so ein Pinsel. Und das dann einmal von jeder Seite. Und bei manchen Strähnen habe ich dann auch noch so von unten so reingeschnitten, einfach um das noch ein bisschen auszudünnen, damit es nicht ganz so dick und buschig aussieht. Und dann für den letzten Schritt müsst ihr ein bisschen Wasser kochen und das dann in eine Tasse füllen oder wenn ihr alle Strähnen macht, dann in eine Schüssel und passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Und dann nehmt ihr euch einfach eure Strähne und tunkt sie in das Wasser rein. Und ich habe die so etwa 30 Sekunden bis eine Minute da drin gelassen. Ich denke, man kann es auch kürzer machen, aber ich wollte einfach ganz sicher gehen. Und durch das heiße Wasser wird es dann halt versiegelt und außerdem sind die Enden danach dann so ein bisschen weicher halt, sehen nicht mehr so fransig aus. Und wenn ihr lang genug gewartet habt, dann holt ihr die Strähnen einfach aus dem Wasser raus und tropft sie auf einem Handtuch ein bisschen ab. Passt wieder auf, dass ihr euch nicht verbrennt und dann seid ihr auch schon fertig. Hier am Ende verlinke ich euch wie immer mein letztes Video und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!